Ja Leute, ich bin Reflex und herzlich willkommen in meinem Video. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit Sniping-Filtern sehr, sehr viele Coins machen kannst. Und ich habe noch eine andere Trading-Variante hier im Video. Schaut euch das Video auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende an, um alle Tipps mitzunehmen und möglichst viele Coins auch zu machen. Ich sehe, dass ihr hier 250.000 Coins am Tag easy machen könnt. Wenn du auch so viele Coins machen willst, dann setz das um, was ich dir hier in diesem Video vermitteln möchte. Und ich möchte mich auf jeden Fall noch recht herzlich bedanken für den ganzen Support, der in der letzten Zeit kommt. Wirklich, Liebe geht raus und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Let's go! Aktuell habe ich 2,5 Millionen Live-Transfers. Das heißt, es sind momentan nur so viele Karten auf dem Markt von allem. Es ist nicht viel, weil ich sehr, sehr früh morgens aufnehme und wenn ihr im Laufe des Tages dann diese Sniping-Filter macht, das ist da jetzt auf jeden Fall deutlich mehr los auf dem Markt. Deswegen lasst euch da nicht irritieren. Wir beginnen mit dem ersten Sniping-Filter und Massengebotsfilter. Also, wenn ich Snipen sage, dann meine ich gleichzeitig auch, dass ihr per Gebot reingehen könnt. Und hier ist der erste Filter, Champions League selten, Argentinien. Die kosten momentan so, ja, für 1200 sollten die auf jeden Fall auch weggehen. Also 1100 bis 1200 gehen die auf jeden Fall safe weg, Freunde. Das heißt, wir können hier, ja, ich schau mal kurz, ob für 1000 noch was drauf ist auf dem Markt. Also ihr seht, es sind hier, ja, für 1000 Münzen, unter 1000 würde ich die auf jeden Fall mitnehmen und ab 1200, 1300, 1400 auf den Markt stellen. Immer ein bisschen noch IV machen, 100, 200, 300 Münzen teurer. Die werden dann auch weggehen und dann immer jede Stunde anbieten, Jungs. Die verkaufen sich dann schon, glaubt mir, vertraut mir, hier ist einer für 950, den haben wir gerade gesehen. Und den stellt ihr dann ganz entspannt für 1300, 1400 drauf. Ich habe jetzt hier investiert, deswegen kann ich mir diese Karte jetzt nicht holen. Ist auch nicht so schlimm. 950 Münzen für so eine Karte ist im Prinzip extrem günstig. Es ist auch eine gute Investmentkarte unter anderem, weil solche Karten wie Romero oder die steigen auch gerne mal auf 1500, 2000 Coins an. Also selbst wenn ihr den jetzt nicht verkauft, halten, die werden 1000%ig weggehen. Das sind hier keine Verlustgeschäfte, die ich euch hier zeige. So, der nächste Filter, in den wir reingehen, das ist eigentlich so die gesamte Masse Innenverteidiger. Weil die Innenverteidiger, da sehe ich mich absolut, weil die kosten nämlich auch ein bisschen was. Die sind aktuell so bei 1300, glaube ich, die Premier League. Also für 1300 können wir hier auf jeden Fall verkaufen. Kann man auch IV machen. Ich würde die wahrscheinlich für 1500, 1600 auf den Markt stellen. Snipe die, versucht die für 1000 zu snipen. Hier ist einer auf dem Markt. 1000 ist auf jeden Fall okay. Ich kann ihn wieder nicht verkaufen. Ich hätte jetzt Kabak zum Beispiel für 1500 auf den Markt gestellt. So, dann machen wir weiter. Wir können hier per Gebot reingehen. 1000 Münzen maximal für diese Karten zahlen. Bietet einfach auf die Karten 950, schaut mal, wie hoch die gehen, 850, also bis 1000, maximal 1100 würde ich hier jetzt per Gebot reingehen. Ihr könnt hier die ganzen Top 5 Ligen durchswitchen, funktioniert eigentlich mit jedem. Bei den Franzosen gibt es, glaube ich, allgemein nur zwei Karten. Mal nochmal kurz schauen, was das für zwei Karten war. Ne, das gibt mehr, es gibt sogar tatsächlich mehr Karten. Mal schauen, wie die so preislich momentan angesiedelt sind, wo die sich bewegen. Die sind, ja, die sind bei, oha, Kera ist hier sehr günstig, 1100 hier, der günstigste auf dem Markt. Könnte auch ein Anzeigebug sein, nochmal kurz auschecken, wie es hier so aussieht. Nee, der günstigste ist bei 1100 Münzen, ist okay, auch hier versuchen für unter 1000 zu snipen, wenn möglich. Mit etwas Glück kommt dann vielleicht einer von den anderen Franzosen rein und dann könnt ihr natürlich sehr, sehr viel Gewinn machen mit einer Karte. Auch hier per Gebot maximal 1000 Münzen bieten auf Kera. Dann geht es auch hier mega, mega in Ordnung. Ich denke, man kann hier auch sehr, sehr gute Deals per Gebot machen. Also easy. Geht hier alle Top-Ligen durch, dann habt ihr auf jeden Fall einige Sniping-Filter und sehr gute Sniping-Filter über den Tag verteilt. Per Gebot reingehen, per Sniping reingehen und dann seid ihr mit den Champions-League-Karten schon mal sehr nice bedient. Ich habe euch auch letztens im Video eine Silbermethode gezeigt, mit der man wirklich sehr, sehr viele Coins machen kann. Und ich habe letztens wieder eine Karte verkauft für über 4000 Münzen und habe die für unter 1000 eingekauft. Diese Methode ist sehr geil, die Silbermethode. Wer das letzte Video nicht ausgecheckt hat, schaut es euch gerne nochmal an. Heute habe ich auch nochmal eine ähnlich gute Methode und zwar mit Goldkarten. Wir gehen jetzt hier auf die Spielersuche auf Footbin, geben ein Gold Non-Rare und filtern die nach dem teuersten Preis nach oben. Also die teuren sollen hoch. Die teuerste Non-Rare-Karte kostet einfach mal fast 20.000 Münzen. Das ist einfach mal richtig, richtig heftig.
Und auch hier der gleiche Fall. Wir switchen hier auf die vierte, fünfte Seite. Aber wobei, hier ist es gar nicht so krass. Wir müssen gar nicht so weit zurück. Wir können eigentlich ab der zweiten Seite hier anfangen und alle diese Karten durchsehen. Hier ist es auch sehr, sehr wichtig. Die Karten, die sehr teuer sind, das sind meistens die Karten, die jetzt einfach schon gewechselt haben. Die jetzt in einen anderen Verein spielen, in einem anderen Club. Und deswegen sind diese Karten einfach nicht mehr zu ziehen und so teuer. Das heißt für uns, wir suchen diese Karten. Manchmal kommen die wirklich tatsächlich für den normalen Preis drauf, wie jetzt die normale reguläre Karte kostet. Viele checken das halt nicht. Wie zum Beispiel jetzt Kone, er hat sogar drei Versionen. Da müsst ihr echt auf das Wappen aufpassen, weil das spielt eine entscheidende Rolle, Jungs. Weil das Wappen, das was wir suchen, ist dieses hier. Und genau diese Karte kostet 7200 Münzen aktuell. Die günstigste Karte kostet 900 und diese Karte 1,7. Und wenn wir uns diese Karte suchen, dann ist es halt wichtig, dass wir dieses Wappen hier kriegen. Deswegen müssen wir dann auf den Markt gucken und schauen, gibt es diese Karte für den normalen Preis? Manchmal kommen die echt für 900 Münzen, für 1000 Münzen auf den Markt. Und das ist halt so krass. Da kann man mit einer Karte mehrere 1000 Münzen machen. Ich will mal sagen, wir gehen jetzt mal auf den Transfermarkt und gucken mal, was wir zusammen hier rausholen können. Wir beginnen mal mit der ersten Karte. Nehmen wir einfach mal Karius. Karius aus Liverpool soll 7900 Münzen kosten. Ist schon echt ein verdammt stolzer Preis. Und hier ist es so, wenn ihr ihn sucht auf den Transfermarkt, dann werdet ihr ein Problem feststellen. Es sind hier extrem viele Karten. Meistens sind es oft sehr, sehr viele Karten. Und dann könnt ihr die Karte nicht richtig filtern. Das ist natürlich sehr, sehr belastend. Aber da gibt es einen Trick, wie man den wirklich dann auch sehr, sehr gut filtern kann. Das zeige ich euch dann auch auf jeden Fall auch anhand von Karius. Hier sind es jetzt nicht so viele, aber es könnte sein, dass es ein Anzeigebug ist. Ich habe jetzt die Karten gerade schon durchgeschaut. Ihr seht, er hat zwei verschiedene Clubs. Und zwar ist es hier so, dass die aus Liverpool hier nur drei Karten angezeigt werden. Und die sind alle drei bei 7900 Münzen. Das ist halt echt schon ein extrem krasser Preis. Hier ist auch nochmal einer für 7,9. Aber ich will jetzt zum Beispiel nur den aus Liverpool filtern und finden. Deswegen müssen wir das ein bisschen differenzierter machen. Und da können wir auch dann auch die Mega-Deals richtig, richtig gut raussehen. Wir wissen, Liverpool ist der Club. Dann gehen wir mal hier rein, Liverpool. Es ist ein Torhüter. Torwart. Da bin ich schon dran vorbeigeswitcht. Also Torwart. Und wir wissen, es ist eine Gold-Häufigkarte. Und wenn wir das alles wissen, dann gehen wir nochmal auf die Suche. Und dann ist es dann nochmal ein bisschen leichter, ihn zu finden. Karius ist auch noch Deutscher. Deutschland kann man noch eingeben. Und dann haben wir hier alle seine Karten gefiltert. Wir sehen jetzt, dass die günstigste Karte bei 7900 ist. Und das ist auf jeden Fall der Trick, wie ihr so einzelne Karten rausfiltern könnt, wenn man die so sehr schwer so finden kann. Also so könnt ihr dann, wenn ihr ganz genau eingebt, wie ihr die Karte suchen wollt, dann findet ihr auch die Karte. Also nochmal kurz zu Karius. Karius ist jetzt für 7900 zu teuer. Wenn diese Karte per Gebot reinkommt, wo ihr bieten könnt, bietet auf die Karte. Wenn der günstig drauf ist, wenn er angenommen für 2000 Coins auf den Markt kommt, kauft den raus. 2000 Coins für so eine Karte ist extrem günstig. Könnt ihr dann auch für 6900, für 7400 Münzen draufstellen. Ihr seid dann auf jeden Fall die günstigste Karte auf dem Markt. Und dann habt ihr sehr gute Chancen, da mehrere tausend Coins mit einer Karte zu machen. Und das ist wirklich das richtig, richtig Geile. Ich habe jetzt mal ein gutes Beispiel herausgepickt. Und zwar Andreas Pereira. Ist ein 75er Rating, ZOM, soll 6000 Münzen kosten. Und wenn wir das hier so differenziert eingeben, er ist ein ZOM Brasilianer englischer Liga, aus der englischen Liga, Manchester United. Und da gehen wir jetzt mal auf die Suche. Da ist der Fred noch mit drin, aber ist nicht so schlimm. Hier kann man dann sehr, sehr gut sehen, was die günstigste Karte aktuell ist. Und was mir hier jetzt sehr, sehr gut aufgefallen ist, so, hier ist einer per Gebot drauf. Und 1300 Münzen, da müssen wir safe mit reingehen. Weil die nächstgünstigste Karte ist halt einfach bei 5900 Münzen. Und das ist halt richtig krass. Ab und zu kommt dann so eine Karte wirklich sehr, sehr günstig auf den Markt. Aktuell haben wir keinen günstigen auf dem Markt, aber sonst bewegt er sich um die 6000 Münzen. Also geht auch hier unbedingt per Gebot rein, weil da könnt ihr wirklich das allermeiste an Coins rausholen. Ihr glaubt es nicht, wie viele Münzen man hier holen kann. Dann habe ich mir den Sven Ulreich zum Beispiel hier rausgepickt und wenn wir uns den mal ansehen auf den Markt, da fällt uns eins gleich auf. Es sind hier sehr, sehr viele Karten auf dem Markt.
Da kann man gucken, was ist jetzt aktuell die günstigste. Was kostet der momentan so? Okay, 5000. Es gibt sehr, sehr viele von ihm. Also da müssen wir dann auch immer wieder ein bisschen aufpassen. Und hier sehen wir, die günstigste Karte kostet auch hier 4400 Münzen. Das ist echt krass. Also der kostet wahnsinnig viel. Gucken wir mal, ob wir hier per Gebot reingehen können. Und da sehen wir wieder einen. Der ist jetzt hier sehr, sehr günstig aktuell auf dem Markt. Da versuchen wir auf jeden Fall hier auch einen Mega-Deal per Gebot mitzunehmen. Wenn ihr so eine Karte bekommen habt, dann stellt den am besten so 200 Münzen unter dem aktuellen Marktwert rein, damit eure Karte auch möglichst schnell weggeht. Und dann sollte das auf jeden Fall ein Big Prof sein für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall enorm viel Spaß mit dieser Trading-Variante. Die knallt und fetzt wirklich mega, mega rein. Mich würde es auf jeden Fall noch sehr freuen, wenn du ein Däumchen da lassen würdest. Wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere gerne den Kanal. Ich bin dann raus, haut's rein und ciao.